Sultan Ahmed Moschee wurde 1609 von Sultan Ahmed I. in Auftrag gegeben und bis 1616, ein Jahr vor dem Tod des Sultans, vom Schüler Sinans, Mehmet Aga, erbaut. Sie ist heute Istanbuls Hauptmoschee. In Europa kennt man sie als Blaue Moschee wegen ihres Reichtums an blau-weißen Fliesen, die die Kuppeln und den oberen Teil der Mauer zieren, aber jünger als der Bau selbst sind. Die Moschee ist eines der wenigen islamischen Gotteshäuser der Welt mit 6 Minaretten. Nur die Hauptmoschee in Mekka hat eines mehr, das extra angefügt wurde, weil die Sultan Ahmed Moschee 6 erhielt. Gemäß Hofchronisten hatte der Sultan bei der Auftragsvergabe vom Architekten verlangt, die Minarette zu vergolden. Da das aufzuwendende Blattgold aber das ihm vorgegebene Budget völlig überschritten hätte, verhörte sich Mehmet Aga und machte aus dem türkischen Wort Altin, das Gold bedeutet, die Zahl Alti, das 6 bedeutet. Touristen dürfen die Moschee nur durch einen eigenen Hintereingang betreten. Frauen müssen natürlich Kopftücher tragen und Schuhe müssen ausgezogen werden. Der Gebetsraum ist mit 53 Meter Länge und 51 Meter Breite fast quadratisch. Die Hauptkuppel hat einen Durchmesser von 23,5 Meter und ist 43 Meter hoch. Sie wird von 4 Spitzbögen und 4 flachen Zwickeln getragen, die wieder auf 4 riesigen, 5 Meter dicken Säulen ruhen. 260 Fenster erhellen den Raum. Die bunten Glasscheiben sind moderne Nachbildungen der ursprünglichen aus dem 17. Jahrhundert. Moschee und Hof waren von einer Mauer umgeben. Davon existiert nur mehr der Nordteil. Sie trennt die Moschee von den anderen Gebäuden ab, die es heute noch gibt. In der angrenzenden Türbe, die für die Besucher geöffnet ist, ruhen Ahmed I., seine Frau und 3 seiner Söhne, Osman II., Murat IV. Und Prinz Beyazid. Im oberen Teil des Hofeinganges, auf der Westseite, befindet sich eine schwere Eisenkette. Diese diente dazu, dass der Sultan, der den Hof zu Pferde betrat, an dieser Stelle seinen Kopf neigen musste, wenn er nicht an die Kette stoßen wollte. Dies diente als symbolischer Akt, damit der Sultan nicht erhobenen Hauptes, also in der Pose vollen Stolzes, die Moschee betreten konnte.